Hallo meine lieben Freunde des gepflegten LS22, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge auf der Ehrengrad mit dem Florian. Einen wunderschönen. So, in der letzten Folge ganz zum Schluss haben wir anscheinend nochmal unseren wunderschönen Pöttinger, den wir gemietet haben, nochmal wegbringen wollen, haben es aber dann doch nicht mehr ganz geschafft. Das war mal jetzt, hier ist Bumpy. Bumpy zum Money-Zutop-Cliff, okay. Schon mal wieder ein wunderschöner Start, ne? Am Händler steht kein Money drin. Doch. Ach, das ist ja was. Ach, was ist das? Immer noch ein Farifin. Ach, das glummt doch heute. Schaut aus wie ein Manitou ist und bleibt ein Manitou, so fertig aus. Das ist immer noch ein Farifin und der schaut nicht mal ansatzweise aus wie ein Manitou. Also der Ladewagen hat knapp 1,5 Stunden Betriebszeit, ne? Wir können ihn neu lackieren. Gerade mal, wie viel das kosten darf. 120 Euro. 1981. Was? Ja. Ich glaub, Wuha, Alter. Mhm. Ich gebe ihn zurück, ne? Ja. Okay. Tun die eigentlich neu lackieren, Junge? Nee. Ich hätte ihn reparieren können für 230 Euro. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt der so viel Lack verloren hat, weil ich hatte eigentlich keinen Unfall mit dem. Soweit ich mich noch erinnern kann. Naja, doch, das kann ich schon irgendwie verstehen. Du hast doch gut Gras gesammelt. Ja, aber trotzdem. Der verkratzte. Ja, okay. Die Pickup verliert der Zeug. Ja, okay. Oder die Tinkern. Und bis das alles neu lackiert wird, muss ich alles zerlegen, einigermaßen, mehr oder weniger. Nee, nicht einmal das. So, ich schieb das mal. Aber jetzt Sandstrahlen. Ja. Mit unten drin verrutscht gehen. So, ich schieb jetzt auch mal dahinter, stürzt jetzt nicht ganz so. So, ich komm wieder back zum Hof, ne? Mach das. So. Da-da-da-di. Da können wir tun nichts, wunderbar. Was haben wir denn für heute geplant? Ich habe keine Ahnung. Ich tue jetzt Silverfish. Nummer. Ja, stimmt, das haben wir ja auch noch gehabt. Da kommt wieder gelber Kombi ATKL. Ah ja, und wir wollen irgendwas kaufen. Ja, wir wollen ein Feld kaufen. Das muss ich aber jetzt, glaube ich, momentan nicht mehr ausgehen, weil wir genau 107.000 um. Ein 107 hat das Feld, glaube ich, kostet. Und dann wollten wir, glaube ich, vorspulen. War so die nächste Option. Welches Feld war mit dem Kaufmann? Irgendwo links oben, entweder was die 20, 21 oder 22. Ist auf jeden Fall der Upsand. 220 was. Die kostet geht. Oh wow, die kostet 107 Euro 220 Euro. Wir haben 143. Really? Es ist schon irgendwie ziemlich belastend, ne? Aber bleib da draußen! Ich hab Hallo. Dich weg, Alter. Ja, was denn? Ich hab dich weg. Hey, was ist denn der Problem? Ich hab dich mit Mühe alles daneben geschaubert. Ja, dann trotzdem muss man drüber fahren. Ja, warte doch mal, meine Güte. Fahr ja nicht von der anderen Seite rein, ich sag's dir. Ich häng nur das Gewicht da. Damit ich wieder mehr Last hab. Ja. Ich hab ihn doch jetzt schon fast verdichtet, Alter. Brauchst du gar nicht mehr reinkommen. Komm nicht hoch, oder? Es hat 98%, du bist echt schon fast verdichtet, Leute. Ja, sag ich doch! Ich weiß ja nicht, wie lange du schon dabei bist, ich kenne das bloß, dass es das länger ist und wieso ist da gerade ein Licht an? Achso, das ist von dir. Wenn du rückwärts fährst. Ich muss instant wieder tanken, Alter, das ist doch nicht mehr normal. Hast du den Tank noch nicht runtergestellt? Nein, weil dann erstens du dich wieder beschwerst, dass du wieder was Neues runterladen musst und zweitens ich noch keine erstens nicht dran gedacht habe und keine Zeit dazu noch habe. Hier los zu. Wunderbar. Achso, warte mal. Wir können vorspulen. Hey, ich beschwere mich denn nicht, dass ich was downloaden muss. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe genug Feuer. Ja, ich ja. Auch. Also bei mir scheitert es nicht. Ja, und wir auch nicht. Und du regst dich immer auf. Ja. Nein, kann ich aber. Oh, ich habe 8 Stunden voll. Oho. Ich reg mich nur immer auf, wenn LS einen neuen Teil rausbringt, weil da hab, also. Weil es dann immer auf meine M2 geht und da habe ich kein Speier mehr. Achso, ja. Ja. Das ist ziemlich schwierig. Wir haben da auch Misch und Gülle und Ahnung rumliegen, also. Ist das Misch? Nee.
Ja, also im La, also im Ding liegt Misha. Nee, ich meine das daneben. Ach so. Ja, nee, das ist komisch. Weil beim Hänger hinknattern oder einfach ab. Haben wir eigentlich einen Güllefass? Nee, haben wir nicht. Ich hatte zwar schon mal die ganze Zeit gesagt, wir müssen einen Mischfuß und einen Mischblatter kaufen. Aber da muss ich vielleicht erst noch ein schönes. Entweder konvertieren. Oder wir nehmen ein bestehendes, aber. Die Frage ist halt erstens, ob wir so ein großes brauchen. Ich glaub's nämlich nicht. Weil ganz ehrlich, für die Größe. Ich glaube, den Brandner, ehrlich gesagt. Hm? Ich wäre ehrlich gesagt für den Brandner. Güllefuß, oder? Nee. Mischt. Warte. Das ist ein eher Fault. Ja. Oder für den Prairie. Die Prairie schaut auch geil aus. Oh ja, geht. Da, okay, er hat halt nur Nokian-Reifen. Leider keine andere Wahl, aber kann ich nichts machen. Ansonsten sind schon alle zu groß. Ja, ansonsten hätte ich da halt was Schönes reingeholt. Die Frage ist halt. Immer noch Kacke. Den Kuhn? Ja, keine Ahnung. Das ist immer noch dieser eine, der wo so seitlich strandt. Achso, der. Ja, das ist irgend so ein Franzosen-Ding, wo das eigentlich hauptsächlich benutzt wird, glaube ich. Und so habe ich das noch nie gesehen. Keine Ahnung, den muss man auch nicht, oder? 54.000, oder bitte. Die Frage ist halt, wie groß mit dem Zeug alles schon, weil so sind wir eigentlich noch ziemlich klein bestückt. Ob wir jetzt dann schon so einen großen Mischbrader kaufen wollen? Wir haben 170 PS pro Kur. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, wir haben zwar zwei große, aber der Rest ist eigentlich alles viel kleiner. Und wir haben jetzt, also ich glaube, es rendiert sich jetzt echt so einen großen Mischbrader zum Kaufen. Ich werde, oha. Weil wir haben jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich bin dann für das Schauten Güllefass, aber schau dir das mal an. Also von vorne schaut das cool aus. Und von hinten. Aber schau dir nicht die Seite an, bitte. Das Schauten? Ja. Das ist für 58.000. Ja. Ja, die Seite ist halt irgendwie zusammengestaucht. Das schaut aus, wie wenn du einen. Ja, das ist, ja. Deswegen war ich ja von Anfang an gegen das Schaut, weil es aber scheiße ausschaut. Und die anderen, die so als nächstes kommen, das Farmtech oder so. Das ist dann, okay, das schaut jetzt auch nicht so gut aus mit der Axt, weil die so weit verzogen ist. Das nächste, was gut ausschaut, ist dann das Fliegel, aber das kostet. Na, auch schon wieder 100.000 und das ist ja, und die Leistung haben wir jetzt auch nicht unbedingt, also mit Bockers leicht. Aber weiß ich auch jetzt nicht. Oh, ich würde wenn dann schon das Farmtech nehmen. Ja, trotzdem, das ist sau teuer und weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Aber wir haben jetzt 23 Kubik da drin, an Gülle. Ja, und 15,5 Kubik haben wir, 16 Kubik Fassung mal auf dem 19er gehabt. Ja, mit dem 19. Achso, doch, da hat man das Ding. Ja, aber da hat man auch viel mehr Viecher und da hat man noch Biogasanlage. Oh, da kommt natürlich schon um einiges mehr zusammen. Aber während wir die ganze Zeit rechnen, ja, ich habe ja auch Biogasanlage zum Kaffee. Ja, die kostet 500.000, da brauchen wir ja schon bei Zeitung und da können wir uns jetzt eh schon Gülle fürs Kaffee, das war schon 78.000 oder so kostet. Hey, warum? Entweder kaufen wir es jetzt und das rentiert sich, spart dann irgendwann einmal, oder? Ja, das ist eher die zweite Option, weil wir haben erstens so keine BGA und für was kaufen was, sonst kommen sie hoch, was schon da in den Stern nicht benutzt wird. Da kann ich dein AH weg, was? Ja, warum? Das ist mit deinem Johnny dann das gleiche. Nö. Ja, doch. Nö, ich hab den kleinen AH eh unbedingt gebraucht. Achso, den meinst du? Dachte du meinst einen großen? Nö. Ja, weiß ich nicht, von wem du redest. Also, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir vorspulen. Schaut unser Auge aus. Der ist relativ dunkel. Weil ich war mit dem Ding daneben. Unklar. Und was fährst du daneben?
Unkrautechnisch müsste ja eigentlich nichts drauf sein, prinzipiell. Also im Augenblick ist die sechste Stufe. Drüber. Ich spule jetzt einfach mal langsam, also langsam vor. Ja. Ja, mal hoch. Dann gucke ich mal, was passiert. Die 6 könnten wir uns kaufen. Schränk. Die 6. Was ist denn die 6? Da oben. Kostet 102.000. Aber das sind Kartoffeldamm, glaube ich. Ja, und ich glaube, es rennt jetzt. Nee, sag um, höre sie. Das höre dann. Oh, ist oder wieder. Die Sterne im Regen draus, Eier. Und das wäre anpflanzt. Ja, bei mir ist nur strahlender Sonnenschein. Ja, jetzt schon wieder. Jetzt wird's Nacht. Lampen sind bei uns sogar noch. Hier, das schaut eigentlich schon ziemlich gut aus. Ertragbonus dran, das sondern sich. Unkraut. Partiell herbezieht. Muss genutzt werden. Oh shit. Hm? Und Dreck hier. Ach ja, sind die Kerzen noch gut. Ich glaub, die also haben bei mir stand da gerade drin 0% Futter. Ja, Gras haben sie nix. Und das gesamte Effektivität. Bisschen was kann man reinhauen, aber ich fühle, die haben nur 30.000 Liter drin. Hier Produktion 30%, Gesundheit 100, Produktivität ist 100. Und Schafe sind auch noch bei 100. Ja, da fällt überall nix. Das andere fragt ob, wenn es dort war, oder? Jetzt die Ruhe. Er schnell, oh, er schläft. Oh. Oh. Okay, Schaf von innen. Interessant. Schaut echt creepy aus, okay. Okay, er schläft. Die anderen sind alle wach, da flackern aber rum. Aber die schlafen wie wenn es dort wären, Alter. Schaut echt gesund aus. Eieiei. Ei. Und flackt denn da ein Holz drin? Hast du da mal einen Arschloch gesehen? Flackt da schon übelst lang drin. Aber von wo? Wir haben doch einmal Holz gemacht, das ist dann da vorne da beim Stoffstück geflaggt, dann habe ich es einmal weggefahren. Hallo, das war doch zu Riketax-Zeiten, lass das drin, das ist zum Reiben für Schof da. Ach so. Hallo! Da können wir es doch rumknabbern oder sich dran reiben, wenn. Oh. Aber wir sind wieder nicht geschmissen. Ich sag wirklich, so wie es. Die Flakhose. Boah. 3, das ist schon normal, 3. Schwierig. Schwierig. Ja, die Frage 5, ist halt jetzt. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es ist jetzt auch gesagt 12, mit. 13, 14. Sojabohnen sind jetzt da, müsste jetzt teurer werden. 50 schon, nee. Mama, die wird dort drauf. Also auf der 22 ist jetzt Sojabohnen auch gesagt. Jetzt dauert sich die Idee, dass wir es kaufen. Dann wenn wir nochmal einmal 5.000 Euro Kredit aufnehmen oder so, dann kann man es uns kaufen. Oder wir holen uns das Pferd mit dieser Akkumhörse. Nee, das rentiert sich nicht. Weil erstens ist es klar, ne? Und zweitens, wenn es macht ja keinen Sinn, dass wir dann bis zur 6 hinterfahren. Wenn die einmal die 21 haben, dann rentiert sich doch eher die 22 zum Kaufen. Also dann da hinten die 6. Okay. Ich hab's nur gesehen, dass. Ich hab nur gesehen, dass Tim gemacht hat und dass unsere. Ah, das ist jetzt auch schon 76%. Aber trotzdem, jetzt mal ganz kurz gucken, erstmal mal, wie schaut. Dann müssen wir sehen, wie schaut Wiesen aus. Ja, die müssen erwachsen. Wo pennen eigentlich gerade unsere ganzen Schof?
Weil es Viertel sechs in der Früh ist. Also, weiß ich ja jetzt, also. Schocks sind jetzt auf der 220 aus. Ungradtechnisch ist anscheinend nix. Oder doch? Doch, da ist die erste Schicht drauf, oder? Ach, ja. B-Werk wollten wir auch nochmal tauschen, gell? Echt? Ja, das vordere zumindest, hast du doch mal gesagt. Achso, ja, war das so. Ja, warte mal, es ist ja jetzt im Modhub, ist ja das Alpin-Fahrzeug da, okay, man. Ich weiß noch nicht, ob unser Schmetterling damit drin ist. Ich glaub's nicht. Also ich hab's zumindest nicht gesehen und dann vermute ich auch nicht, dass es dann da drin ist. Ich hab zwar das Sepp Knüsel gesehen, aber... Sepp Knüsel ist ja auch hier schon mit drin. Ja, ja. Standard Game. Du kannst währenddessen mal vielleicht am Handy oder raustippen und mal nachschauen, ob das da mit dabei ist. Kann man sich das mal angucken, was wenn wir da ein bisschen machen. So, ein Stück. So, passt schon. Schleicher der Lokal, okay. So ein Stück vor, dann nehmen wir es mal an. Passt. So, dann fahren wir mal los, würde ich mal behaupten. Es gibt ein Stollpack inzwischen. Ja, ja. Nee, das Spöttinger Nova Alpin ist rauskommen, Front B-Werk. Das Spöttinger Nova Alpin, nicht das Sepp-Knüsel. Ich hab da, doch, das war doch auch dabei. Das habe ich doch gesehen, da bin ich mir fast sicher. Ist das ein ganzes Modpack gewesen? Nee, das sind einzelne Mods. Das ist nichts ein Pack. Ja. Bis jetzt sehe ich bloß das Nova Alpin, das Spöttinger. Zwei Rigi-Trucks, den 75 und den 150er. Den AEB oder EBI oder was es wieder heißt. Weißt du nicht, wieso du das Mod kennst? Ich weiß gar nicht, ist der EBI eigentlich noch im Ding drin? Oder AEB heißt der eigentlich, glaube ich. Im 22er nicht, oder? Nö. No. Achso, okay, dann. Kann ich's verstehen, wieso er drin ist. Ne, jetzt bin ich nicht. Alter. Dann los. Hast du was entdeckt? Der einer von zwei beliebtesten Mods ist dieses Regierungssubventionierung oder Subventionierung. Irgendwie so das eine Schild da, wo man Geld kriegt. Ja, ja, klar. Das ist der beliebt. Alter. Jung. Weil ich die ganze PS4er downloaden, weil sie so kein Geld dran kriegen. Oder Konsolenspieler an sich. Weißt du, dass wir kein Recht geben oder so weiter? Ich habe jetzt das Hackmeierwerk nicht gefunden. Aber die können halt die XML-Einträge und so weiter nicht machen, deswegen ist halt für die einzige Option. Oh, da links ist unser neu erworbenes Feld, ist nicht schön. Ein Prachtstück. So, kann ich da noch drüber striegeln? Ich weiß es nicht. Probieren wir mal aus. War ich was kaputt? Nö. Es schaut okay aus. Da machen wir das Flugzeugstück, klappen wir erstmal auf. Können wir schon gleich mal richtig ranfahren. So, schaut es eigentlich ganz gut aus.
Was hast du denn noch? Nix. So wird den GPS nicht, hallo? Was magst denn du jetzt? Striegeln. Also hatte ich vor. Ja. Also ich bin... Okay. Komisch. Hm? Ein GPS will gerade nicht. Nicht? Nee, aber ich weiß nicht wieso. Ja, aber ich hab mal wieder so. Kann man jetzt nichts machen. Bis zur nächsten Folge, was wir das denke ich mal schon gefixt haben, liebe Leute. Denn wir sind für heute auch schon wieder fertig. Jetzt kommen wir durch die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent und den roten Knopf kaufen. Falls ihr die Zahlen Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst und das war's von mir. Ja, das läuft. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ehrengard im LS22 zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.